Hallo und willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas mit mir, dem Seppel. Und irgendwie ist das jetzt mein Standardspruch geworden, aber ich glaube, ich behalte den einfach mal bei. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns mit der Suche nach... Ach, die Idioten-Schumbullen. Letzte Folge haben wir uns mit der Suche nach den Hufeisen beschäftigt und die haben wir doch ganz gut abgeschlossen, möchte ich mal behaupten. Und heute beschäftigen wir uns. Ups. Heute machen wir normal weiter und da es hier Rennen gibt, also neue Rennen. Wobei soll ich das jetzt. Ah, ne, später. Da es neue Rennen gibt, werden wir die auch machen. Aber ich habe so gedacht, wir machen da hier ein bisschen, ja, ein bisschen mehr zwischendurch. Das heißt, vielleicht eine Mission, dann ein Rennen, dann wieder eine Mission, dann ein Rennen, weil ein Rennen ist eh nur 2 Minuten lang oder sowas. Nicht, dass ihr irgendwie eine Folge lang oder 2 Folgen lang einfach nur Rennen habt. Das wäre ja langweilig, ne? Aber gut, was ich jetzt erst machen wollte, ist hier nach einem... Eigentlich sollte ich mal die Karte aufrufen. Hier ist das Rennen. Hier sind noch einige Häuser, die werde ich mir noch definitiv mal geben. Aber erstmal werde ich mich mal umziehen, denn wir haben diese komische Kleidung hier schon ein paar Tage an. Eigentlich trägt ihr die voll krass lange, ey. Oh, Schwast, die müssen voll stinken. Gut, und da wir hier in einem neuen Gebiet sind und wir wahrscheinlich neue Bekleidungsgeschäfte frei haben, möchte ich mal nach Victim suchen. Oder Victim, keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch französisch gemeint. Na komm. Ich habe immer noch einen Stern. Meine Fresse. Das wird auch nicht mehr. Aber dieses Haus hätte ich ihm auch kaufen können. So, hier sind wir. Ah, okay. Es gibt Train Hard, also es ist Pro Labs. Dann gibt es hier Suburban, aber das kennen wir beide schon. Jetzt gehe ich mal nach Victim. Ich nenne es einfach Victim. Könnt ihr mir jetzt nicht sagen. Ah, das sieht ja ganz edel aus hier. Okay, danke schön. Geh ich mal hier mal schön umziehen. Ah, hier schön gekennzeichnet. Ups. Oh, ausgezeichnet. Ist voll geil, wie die Amerikaner uns sehen, ey. Uns Deutsche. Oder unsere Sprache. Ausgezeichnet. Das ist ja jetzt irgendwie mehr so, nee, ne? Graues Jackett. Ja, hier gibt es irgendwie nicht so viele Sachen, ne? Und durch die veraltete Grafik sieht das auch nicht mehr so richtig schön aus, alles. Da muss man aufpassen, was denn man sich kauft. Schwarzes Jackett. Wobei, das ist wahrscheinlich das... Ja. What? Motorradjacke. Eigentlich könnte es mir sparen, aber ich guck mal trotzdem nach. Ja. Ganz fein. Oh, mit einer Schlange hinten drauf. Immerhin. Gut, Aufnahme läuft, sehe ich hier. Ich weiß, ich schaue jetzt immer wieder nach. Und langsam wird es nervig, aber es ist zur Sicherheit. Der Menschheit. Und des Lebens. Und das ist übrigens auch nicht eine coole Jacke. Hawaii-Hemd. Muss ich mir das erstmal angucken? Nee, ich glaube nicht. Ja, das ist voll gut. Deshalb werde ich auch direkt durchswitchen. Sport, okay. Was ist mit Mad? Warte, was ist denn Mad Tag? Das wiederum ist schon ein bisschen besser. Was? A handmade shirt is second to none. Green Tag. Das ist jetzt auch nicht wirklich meine, ne?
Lockdown T. Ja, es ist irgendwie alles nichts meins. Oh, hat ein schönes. Naja, ne? Lockdown-Shirt? Müsste das nicht. Oh, das ist sowas von. Ah, ich mag sowas nicht. Ganz ehrlich, hier gibt es echt nichts zu kaufen. Was ist mit der grauen Hose? Vielleicht will ich die haben. Nee. Nee. Ich gebe aber der schwarzen Hose noch eine Chance. Ganz ehrlich, dann kaufe ich mir die. Meine Fresse. Ich hatte vorher schon eine schwarze Hose, aber fuck it. Habe ich halt eben jetzt eine andere schwarze Hose. Ach, hier gab es irgendwie nichts, was mir irgendwie gefallen hat. Naja, naja. Okay, dann werden wir uns jetzt tatsächlich der Mission widmen, nachdem ich aber. Ah, komm. Gönnen wir uns die Bude jetzt, oder? Gönnen wir uns die Bude einfach mal jetzt. Können wir uns ein bisschen die Bude anschauen. So, die Bude hat den Vorteil, dass es hier so ein schönes Fahrrad gibt, was hier mitgeliefert wird. Gut. Schauen wir es aber nochmal von innen an. Gut, ne? Muss man sagen, kennen wir. Ah, ich will die Häuser trotzdem nochmal von innen zeigen, ne? Für den Fall der Fälle, ne? Okay. Ich glaube, bevor wir jetzt irgendwas anderes. Ne, Moment, das Haus möchte ich auch nochmal kaufen. Oder ne, ich widme das einer speziellen Folge. Sagen wir es so. Ups. Das war ja Knipkes. Ups. Alter. So, wir schauen mal, dass das Ding ein bisschen mehr Power gibt. Jetzt gefällt mir nämlich besser. Weil hier ja Wheelie gemacht. Ist hier am PC gar nicht mehr so schwer. Okay, fuck. Ah, hätte ich ganz schnell auf die Schnauze fliegen können. So, das Four Dragons. Eigentlich. Möchte ich mal was probieren. Und zwar werden wir jetzt ein bisschen. Im Casino spielen. Oh yeah. Ha. Schön hier. Auch die richtige Pornomucke. Oh, was ist das denn? Blackjack. Hm. Place your bet, sir. Can't make. Moment, was ist das denn? Money is just so me. You know, one day I will be me. Hm. Okay. 19. Na gut, ich habe 19 mit dem Buben und der 9. Moment, das geht. Nein, Monster ist links Karte. Umschalt keine Karte. Leertaste verdoppeln und okay. Habe ich mal sagen, keine Karte. Der 20. Place your bet, sir. Na komm, Ass und 8. 19 oder 9. Come back here and pick up my purse. Nochmal. Na, nice. Place your bet, sir. Nochmal.
8 und 2. Umschalt keine Karte. Karte. 12. Noch eine Karte. 13. Alter, ich muss eigentlich noch eine Karte nehmen. Fuck. 4 und 3. Na gut, dann nehmen wir definitiv eine Karte. Keine Karte. Nice. So, nochmal. Ass und bitte eine 10. Okay, wir haben gewonnen. Haha. 2, 3. Karte. Okay. Ich befürchte, wir müssen weiter drauf. Fuck. Hm, da sind wir allein am Tisch. König? Ah, schön Vice City Symbol. Keine weitere. So, 6. König. Weitere. Keine. You win. Please place your bet. Na komm, wir beenden mal. 10. Roulette 1000. Was ist das hier? Blackjack 1000. Only regulars at this table, sir. Only regulars at this table, sir. Okay, muss ich mich etwa hier beim bei dem hier hochspielen oder was? Na komm. 4, 7. Weitere. 16. Weitere. Your hand is dead, fuck. The house is offering 7. Credit, sir. 17. Ah. 17, keine. Keine. Los. Dealer wins. What? Your bet, sir. Na egal. Playing, sir. Ups. Ich will nämlich jetzt eine 1000er Tisch. Kann man wenigstens Geld verdienen. Place your bet, sir. So, natürlich den Mindesteinsatz. Wir haben ja eigentlich schon... Wie viel haben wir? 1.500.000. Okay. Geht aber mehr. Bube und 8. Keine. Nice. Ass. Okay, das ist schon mal gut. 5. Boah, der hat wahrscheinlich wieder in den Dingens da kommen. Ah, der Blackjack gehabt, konnte nichts machen. Karte? Keine. Hat der wieder, Alter. 7. König? Keine. Nice. Also, 9. 10. 19. Okay, keine. Alter. 8. 9. 17. Keine. You win. Please place your bet. Boah. Ass und 3. Ich mal sagen, weitere. 15. Ja, okay, scheiße. Sorry, sir. Dealer wins. 6. König. 16. Weitere. 20. Na, keine mehr. Hahaha. Boah, es ist schon ein bisschen. Weiter. 14. Nochmal. Your bus, sir. Ja, fuck. Thank you, sir. Have a nice day. 10.000er Tisch. Eingabe. Weiter. Eingabe beenden oder. Oh, Moment, ich muss ja erstmal hier. 4, 8 sind 12. Ich würde mal sagen, weitere. Keine weitere. Kein Gewinn. Oh. Auch was anderes. 5. 4. 9. Weitere Karte. Ah, oh, nee, nicht mehr. Nice. 16. Boah, komm. Weitere. Okay, keine weitere mehr. Scheiß. 7. Und König sind 17. Ah, keine weitere mehr. Haha. Dann nochmal. 5. Und 9 sind 14. Fuck. 17.
Place your bet, sir. Mist, ich verliere mehr. 3 or 13. Hm. 7 or 17. Sir is lucky today. Jawohl. Dame. Okay, keine weiter mehr. Scheiße. Nochmal. 100.000 können wir jetzt machen. Na komm, keine weiter mehr. Push. Okay. Thank you, sir. Have a nice day. Eigentlich wollen wir uns nur bis zum 100.000er Tisch vorspielen. Das ist der Millionentisch, oder? Ja. Gibt es überhaupt einen Tisch? Hm. 10.000. 1.000. 100. Ein 100.000er Tisch gibt's nicht. Okay, dann müssen wir das wohl erstmal so speichern. Ich will mich eigentlich erst an den Millionentisch uns vorspielen. Und ab dann wird es erstmal richtig Kohle geben. Ja, wir müssen ins Casino gehen, ist ja auch nicht ganz klug. Ah, gut. Ich höre ja auf euch, ne? Ich mache jetzt Mission. So, ich hoffe, ich kann an dir vorbei. Ah, okay.